Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Jeder weiß, wenn irgendwo ein Graben gebuddelt wird, muss man den abstützen, damit nicht von den Seiten die Erde reinfällt und alles instabil wird. Und genau dasselbe müssen wir natürlich auch tun, wenn wir Tiefbohrungen anlegen. Da müssen wir auch das Bohrloch irgendwie abstützen. Und wir können in so einem Bohrloch nicht solche Bretterwände benutzen, sondern wir benutzen eine Spezialflüssigkeit, die Bohrspülung. Und diese Bohrspülung muss die richtige Dichte haben. Wenn die Spülung nämlich zu leicht ist, dann haben wir einen zu geringen Druckgradienten in der Bohrung. Der Druck ist zu klein und dann wird die Bohrung vom Gestein zusammengedrückt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir können die Spülung deshalb schwerer machen. Dann haben wir einen größeren Druckgradienten in der Bohrung. Aber auch da dürfen wir es nicht übertreiben, denn wenn der Druck im Bohrloch zu groß ist, dann reißt das Bohrloch kaputt, dann frecken wir das Bohrloch. Wir müssen also immer aufpassen, dass wir in diesem sogenannten Druckfenster der Bohrung bleiben, zwischen Bohrlochinstabilität und Frecking. Und nur dann ist gewährleistet, dass wir die Bohrung immer sicher unter Kontrolle behalten. An Land ist das ganz einfach, aber in der heutigen Folge geht es ja um Tiefseebohrungen. Und in der Tiefsee ist es ein Problem, dass das Druckfenster erst auf dem Meeresboden überhaupt beginnt. Darüber steht ja das Ozeanwasser an. Und wir sehen hier im Bild links auch noch eine Bohrinsel. Die schwimmt natürlich oben an der Oberfläche und ist mit dem Bohrloch am Meeresboden durch ein großes Rohr, den Riser, verbunden. Ja, und das Problem ist jetzt folgendes. Wenn wir versuchen, im Meeresboden mit einer ganz leichten Spülung, zum Beispiel Meerwasser, zu bohren, dann geraten wir sofort in den Bereich, dass uns das Bohrloch instabil wird und kaputt geht. Und wenn wir die Spülung allerdings ein bisschen schwerer machen, dann sehen wir sofort, der ganze Riser ist ja jetzt mit der schweren Spülung gefüllt, dass dann sofort unten das Bohrloch auseinanderfliegt und auch wieder kaputt geht. Tja, was machen wir denn da? Wir können natürlich mit der leichten Spülung erstmal ein bisschen bohren und dann die Bohrung verrohren, ein dickes Stahlrohr einbauen, dann ist das Druckfenster in dem Bereich egal. Dann können wir die Spülung ein bisschen schwerer machen und aus dem Stahlrohr raus den nächsten Abschnitt bohren, wieder verrohren und zementieren, wieder die Spülung schwerer machen, wieder ein ganz kleines Stückchen bohren, wieder verrohren und so weiter und so weiter. So kommen wir letzten Endes irgendwie durch dieses Druckfenster sicher durch, aber das ist natürlich eine sehr, sehr teure Installation. So eine Offshore-Bohrung ist sehr, sehr teuer. Und deswegen haben die Ingenieure überlegt, ob das nicht auch irgendwie anders geht. Und dann hatten die Vision, dass es doch toll wäre, wenn man nicht mit einem Druckgradienten bohren könnte, sondern vielleicht mit zwei Druckgradienten. Und das ist die Idee des Dual Gradient Drilling. Dieses Dual Gradient Drilling kann man in der Praxis tatsächlich mit einem gewissen technischen Aufwand realisieren. Ich habe das hier mal versucht darzustellen. Wir können zum Beispiel am Meeresboden unten am Riser eine Pumpe installieren und die Spülung außerhalb des Risers oben zur Bohrinsel zurückführen. Und dadurch, dass dann im Riser das Spülungsniveau immer weiter sinkt, können wir es tatsächlich so hinkriegen, dass wir mit einem Zweigradientenansatz uns wunderbar in dieses Druckfenster einschmiegen können. Die Ingenieure sind dann auch auf die Idee gekommen, den Riser vielleicht ganz wegzulassen, denn der Riser kostet ja auch viel Geld und ist unheimlich schwer und schwer zu transportieren. Man kann also direkt die Spülung außerhalb des Bohrlochs mit einem separaten Rohr oder Schlauch nach oben bringen. Oder man kann zum Beispiel Gas in den Riser einleiten und dieses Gas führt dazu, dass im Bereich des Risers die eigentlich schwere Spülung durch die Luftblasen verdünnt wird und leichter gemacht wird. Und auf die Art und Weise können wir auch wieder einen doppelten Druckgradienten herstellen, der sich genau in unser Druckfenster einschmiegt. Theoretisch sieht das ganz einfach aus und auf diesen Skizzen hier eben wirkte das vielleicht, als wäre das keine Hexerei. Aber tatsächlich ist für diesen Dual Gradient Drilling Ansatz ein großer technischer Aufwand erforderlich. Und wie das genau geht, das lernt man in unserer Vorlesung Tiefbohrtechnik 2.
Und wir würden uns über jeden freuen, der sich da reinsetzt und sich das anhört. Glück auf!